Mein Lieber, wieder herzlich willkommen zu deinem astrologischen Kanal auf YouTube. Das ist die allgemeine Monatsprognose für 2020. Am 1. des Monats haben wir Merkur in Schütze eingetreten. Bis 21. Dezember dürftest du räumlich oder geistig mehr unterwegs sein als sonst. Nur wenn du methodisch und strukturiert in dieser Zeit bist, wirst du alles erreichen und umsetzen können, was du dir vorgenommen hast. Themen wie zum Beispiel Bildung, Papierkram, Lernen und Reise können in den Vordergrund treten. Zwischen 2. und 6. des Monats haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Neptun. Du könntest deine Kräfte und Ressourcen für jemanden einsetzen, der sich in einer schlechten Lage befindet. In Sachen Liebe können Eifersucht und Verlustangst vorkommen. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Neptun und Sonne. Deine körperliche Energie können ein bisschen nachlassen an diesen Tagen. Möglicherweise hast du keine Lust mehr, dich für eine Sache oder Person einzusetzen. Probleme können in allen Lebensbereichen entstehen, wenn man nicht in der Lage ist, eigene Grenze zu definieren und sich gegen übergriffiges Verhalten zu wehren. Zwischen 10. und 11. haben wir Mars Trigon Sonne. Mutig und durchsetzungskräftig wirst du ein Vorhaben, das du hast, umsetzen können. Zwischen 12. und 13. Dezember haben wir Merkur Quadrat Neptun. Es empfiehlt sich bei einem Gespräch nicht mehr zu erwähnen als notwendig. Man kann die Übersicht von manchen Situationen komplett verlieren und einen großen Fehler machen. Eine Reise wäre bis 18. Dezember nicht zu empfehlen oder diese wäre gar nicht möglich. Beides kann geschehen. Wir haben dann am 14. einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Man könnte den Wunsch haben, mit seiner Familie oder Lebenspartner eine Reise oder Umzug zu organisieren. Wenn das der Fall ist, dann sollte man sich jeden Schritt ganz genau überlegen. Auch am gleichen Tag, am 14., tritt Saturn in Wassermann ein. Und das heißt, bis März 2023 dürfte man einige Freunde oder Arbeitskollegen verlieren. Gesellschaftliche Geschehnisse werden eine Einschränkung und vielleicht einige Hindernisse beinhalten und diese werden sich im eigenen Leben spürbar machen. Ein Umbruch im Berufsleben ist zu erwarten, wenn man in einer großen Firma oder Institution arbeitet. Am 15. haben wir Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar wirst du viel mit einer Frau oder mit einem kreativen Mann unterwegs sein. Du dürftest viel Geld ausgeben und dies wird sich später als unklug erweisen. Zwischen 17. und 19. des Monats haben wir eine Konjunktion Saturn-Jupiter in Wassermann. Mehr Freiheit und Eigenständigkeit werden in allen Lebensbereichen erforderlich sein, damit man zufriedener und somit glücklicher wird. Zwischen 20. und 21. haben wir immer noch mit dieser Konjunktion Jupiter-Saturn im Wassermann zu tun. Falls zutreffend, werden sich die Beziehungen zu einem Chef komplett verändern. Du solltest dich ein bisschen regenerieren und neue Kräfte sammeln, anstatt dich zu stressen. Zwischen 22. und 23. haben wir Mars Quadrat Pluto, mein Lieber, wieder. Und das heißt, Konflikt mit Autoritätspersonen oder älteren Menschen ist wahrscheinlicher denn je. Starke Emotionen können gefährlich sein, wenn man sich von ihnen zu unbedachten Handlungen hinreißen lässt. Zwischen 24. und 28. haben wir Merkur, Trigon, Uranus. Du dürftest viel mit Familienangehörigen oder mit Arbeitskollegen reden und viele neue Dinge erfahren, die dich zum Denken anregen. Und dann zum Schluss
zum Jahresende, zwischen 30. und 31. Dezember, haben wir einen Vollmond in Krebs. Eine Sache, die mit dem Themen Mutter oder Wohnsituation verbunden ist, erfordert viel Arbeit und eine gewisse Unsicherheit. Mein lieber Widder, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose. Wenn du eine individuelle und genaue Prognose für die kommenden Jahre brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2021. Viel Erfolg, Glück und Liebe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.